Ein Arbeitsgerüst, ein sogenanntes Brückenbefahrgerät, fährt in Position. Vier Ingenieure und das Bedienpersonal arbeiten an der 291 Meter langen und 62 Meter hohen Dunkeltalbrücke in der Nähe des Rennstrecks. Wir fahren erst weiter nach oben, bis wir die Höhe vom Bogen haben, dann fahren wir Richtung Nürnberg. Sebastian Zopf ist der verantwortliche Ingenieur. Er weiß, was bei der Überprüfung des Brückenbogens häufig zu beobachten ist. Kleine Fehler, ab irgendwelche Kanten, die vielleicht so nicht sein sollten, aber an sich Hohlstellen, Abplatzungen suchen wir, Risse. Wenn Risse sind, die sollten in dem Bogen nicht sein, dann markieren wir die. Und wenn die immer wieder auftreten, dann sind sie auch zu sanieren. Ne? Das Bedienpersonal bringt das Brückenbefahrgerät dabei immer exakt in die richtige Stellung. So können die Ingenieure den Bogen Zentimeter um Zentimeter in Augenschein nehmen. Wir sehen den ganzen Tag auf grauen Beton und wenn die Struktur dann irgendwie anders wirkt, dann hat man auch ein Gefühl dafür, dass da im Untergrund was nicht stimmt. Wie an dieser Stelle, wo sich noch Nägel befinden, die von der Verschalung beim Bau der Brücke stammen. Die Nägel sind halt jetzt noch im Beton und wir markieren das heute, dass wir es gesehen haben und können dann so auch in 10, 15, 20 Jahren Rückschlüsse ziehen, welchen Schaden auch nur ein einziger im Beton verbliebener rostender Nagel verursachen kann. Also kleine Schönheitsfehler. Die Dunkeltalbrücke ist eine von 29 Brücken auf der Neubaustrecke VDE 81 zwischen Ebensfeld in Oberfranken und Erfurt. Da wir nächstes Jahr die Inbetriebnahme der Strecke haben, werden alle Brücken nochmal mit einer Sonderbegutachtung unterzogen und dabei wird eben die Brücke auf Herz und Nieren überprüft. Es ist ordentlich gebaut worden, es gibt natürlich den ein oder andere Sache, die muss nachgebessert werden, aber dazu ist ja auch diese Begutachtung da, dass man solche Sachen vor der Inbetriebnahme dann noch regeln kann. Die weiten Bögen der Brücken sind bewusst gewählt. Sie überspannen technisch teils in Rekordspannweiten die Täler, um den Talraum nicht zu beeinträchtigen. Die Brücken sind auf eine Lebensdauer von 100 Jahren ausgelegt. Ab jetzt wird alle 6 Jahre eine Routineuntersuchung stattfinden. Alles, was auffällt, wird dokumentiert, wie diese Betonabplatzung. Nach rund 1,5 Stunden ist der Bogen der Dunkeltalbrücke mit seiner Spannweite von 141 Metern komplett überprüft. Der Gesamtcheck ist damit aber längst nicht beendet. Also die Prüfung an sich ist nicht mit einmal befahren Bogen abgeschlossen. Da gehören auch sämtliche Pfeiler dazu, Vorderseite, Rückseite, Schmalseiten der Pfeiler. Das müssen wir auch noch alles machen. Was wir festgestellt haben, das sind alles nur Kleinigkeiten, die schon fast nicht erwähnenswert sind. Das ist ein sehr guter Zustand der Bogen. Die Brücken auf der Neubaustrecke zwischen Nürnberg und Erfurt sind bereit für die kommenden Testfahrten.